Okay, jetzt habe ich die Orientierung verloren. Doch, doch, Orientierung. Nee, ich wollte ins Treppenhaus und das Treppenhaus war ja hier. Treppenhaus? So. Eine Tag. Ja, danke für diesen Hinweis. Ich muss mal kurz hier schauen. Das sieht mir alles so aus, als wäre ich hier noch nicht gewesen, aber... Doch, natürlich war ich hier. Da vorne in der Ecke war der Typ, der gesägt hat. Okay. Oh, ich muss von einer Etage drüber dahin. Ja, ich glaube, hier war das Ganze. So. Erst die Nebenquest versuchen abzuschließen. Was ist denn die Nebenquest eigentlich? So, finde Vasco. Ich habe sowas früher nie verloren. Gedächtnisschwund vielleicht. Eine typische Krankheit von Genies. Okay, Vasco finden. Ist das Vasco? Tragen? Nein. Ich möchte aber einen Betäubungsbolzen haben. Ist nichts mehr. Tür ist blockiert, alles klar. Oh, das ist doch eine Wache. Sauber abgetrennt. Okay, wir waren das nicht. Das waren die. Ah, da ist er doch. Ist mit Ihnen alles in Ordnung? Dr. Hypatia war es. Sie ist der Kronenmeuchler. Aber sie ist nicht sie selbst. Sie entwickelte ein Serum für die Bergleute. Das erste verursachte schreckliche Veränderungen in ihrem Kopf. Für mich ist es zu spät. Aber für sie noch nicht. Sie ist ein guter Mensch. Was kann ich tun? In meinem Tresor, in der Krankenabteilung. Dort finden Sie ein Rezept für ein Gegenmittel. Bitte! Die Tresorkombination ist 1:1. Oh. Au. Hab mich schon oft gefragt, wie dein Fleisch schmeckt, lieber Assistent. Eins zu eins, alles klar. Ich komme und gehe. Ich lasse Hypatia nach Belieben schlafen. Aber selbst wenn sie wach ist, bin ich bei ihr und sehe durch ihre Augen. Meine kühle, spröde Schwester. Sie spart ihre Liebe für die verrußten Arbeiter auf, die tief in den Bergwerken ersticken. Für die Kinder in den Hütten am Stadtrand, verurteilt zu einem kurzen, schrecklichen Leben. Und für Vesco, ihren getreuen Assistenten, der vor Monaten verschwunden ist. Wohin ist er nur gegangen, liebe Schwester? Ich höre ihn so gern. Was rieche ich denn hier? Flussschwamm? Gewürze des Nordens? Brennendes Holz?
meinem roten Schenkelknochen reiben. Irgendwann, lieber Vesco. Irgendwann. Okay, wir haben unseren Kronenmeuchler gefunden. Und ich glaube, ich gehe jetzt auf Nummer safe. Das ist das... werde sie in dem Falle vielleicht wirklich sogar retten. Damit wir ohne da zu kämpfen gegen die weiterkommen, nehme ich einen Umweg doch mal in Kauf. So. Wir wissen, auf der Etage hier ist sie. Und da ist Vescos Tagebuch. 1:1. Meter zu Vescos Tagebuch, aber ich muss mal hier eben kurz den Spind suchen. Irgendwo gab es hier einen, das weiß ich noch. Ich sollte königliches Blut kosten, als sie den Thron übernahmen. Eine Lüge. Ich lese mal kurz im Questlog doch nach. So, finde Vescos Tagebuch. Wodurch das Ende optimistischer ist, okay. Eigentlich ist ja Chaos. Ich habe ja gesagt, wir machen Chaos und Verwüstung. Klar können wir optional freundlich sein, wir können aber auch hier... gib ihm! Aber bevor wir das machen, gucken wir nochmal in unser lustiges Kräftebuch, denn wir haben ein paar Kräfte. So, du erkennst Objekte und Sicherheitssysteme durch Wände hindurch. Beschwört ein Geisterhändchen und nur Schattengang. Gegner nicht schwer entdecken können, aber kommen ihnen nicht zu nahe, da sind okay, der Schattengang. Domino. Was haben wir da? Doppelgänger. Ist eigentlich auch eine coole Sache, aber trotzdem Stärke und kannst Objekte weiter werfen. Gesundheit und Widerstandsfähigkeit. Schwert ablenken. Wie viele Runden habe ich denn? 12. Super. Ja, gib ihm. Weniger Schaden beim Fallen ist super. So, Reflexe. Okay, das ist cool mit den Bolzen. Konnte parieren. Vergrößert das Zeitfenster zum Parieren. Okay. So verlangsamen, wenn ein Gegner dich entdeckt. Okay. Das ist auch ganz cool. Verwandelt dich ahnende Gegner bei ihrem Tod zu Asche. Ah, das ist wirklich cool. So, ja, zack. Das wäre der nächste Schritt. Schwarmblutfliegen, während sie sterben. Lösen sich kampfgetötete Gegner in eine Wolke Blutfliegen auf, die Gegner in der Nähe angreifen. Eigentlich eine coole Sache. Ich muss nur mal kurz gucken. Knochenhandwerk. Eigene Knochenartefakte, Blutdurst. Mehr Ausdauer wäre mir jetzt aber echt lieber. Trotzdem noch.
was mit dem Schattengang? Ah, schade. Ist doch zu teuer. Aufsparen, passt. So, Entschuldigung für die kleine... So, komm her. Es gibt in meinem Land keinen Platz für Monster wie dich. Sie ist tot. Da. Naja, okay. Chaos und Zerstörung. Alles klar. Wir schauen mal, ob wir hier jetzt noch ein bisschen uns umgucken können, ob wir denn hier noch Sachen haben. Die war doch gerade hier irgendwo am Rumwerkeln. Hier noch irgendwas Tolles? Nein, nein, nein. Stein, Blasensteine. Ich würde gern was mischen, um Delilahs Zunge und Hals zu verbrennen. Okay, so, was ist da noch für eine Quest offen? Sie ist weg. Was ist passiert? Wie, sie ist weg? Missionshinweise, okay. So. Sokolov ist in Führung. Meine Liebe, der Dockhauptmann hat soeben Sokolov gesichtet, kennt seine Gewohnheiten, sagt Sokolov, kaufe galionsweise Walblut von den Schiffen, wohl für Pigmente. Sie scheinen ähnliche Interessen wie die alten Genie zu haben. Laden Sie ihn doch wie abgemacht auf einen Besuch ein? Je früher, desto besser. Vermutlich lebt er auf einem Boot in der Bucht, aber Sie können seine Fährte sicher folgen. Verwahren Sie ihn, im Adamaya. Tun Sie ihm nicht weh, sonst ist er nutzlos für uns. Doch falls Sie hungrig sind, der Dockhauptmann hat seinen Zweck erfüllt und sein Stellvertreter hat mich kürzlich einen Gefallen getan. Okay. Mit Händen aufgespießt, also... Ohren, Finger. Gut, dass Sie Anton Sokolov gefunden haben. Der alte Mann ist bei Kirin Jindosh, der ihn zerbricht und ihm all seine Geheimnisse entlockt. Wer weiß, welche Wunder der Naturphilosophie Jindosh mit Sokolovs zusätzlichem Wissen noch preisgeben wird. Aber es wird Zeit für Sie, wieder hervorzutreten. Zeit zu spielen. Wir benötigen Ihre besonderen Talente. Der Doktor wird nach Dunwall reisen, da Ichabod Boyle als Nächster auf der Liste steht. Beeilen Sie sich und lassen Sie es unschön werden. Geben Sie den Zeitungen was zum Schreiben und den Leuten Nahrung für ihre Albträume. Echt mies. So, damit wissen wir, ich glaube, wir haben jetzt hier alles fertig. Bolzen. Sonst noch irgendwas? So, jetzt können wir uns endlich mal in Frieden hier nach... umschauen. Was? Haben wir echt alles? Ach so, alles klar. Das war der Raum hier. Es scheint, dass ich diesmal wirklich alles gefunden habe, oder? Ich renne mal lieber noch eine Runde hier rum. Okay, mehr gibt es hier wohl nicht mehr.
Wo ging es denn jetzt nochmal raus hier? Treppenhaus. Okay, alles klar, hier rechts, ne? Ehrenhafte Absichten. Sorgfältige Pläne. Und ja, Liebe. All das ertrinkt im vergossenen Blut. Was ausschaut, haben wir alles. Sie sind aber auf der falschen Seite raus. Ich muss da hinten raus. Küche? Hier vielleicht? Alles klar. Tada, da haben wir auch schon aufgeräumt. So. Ich kann nochmal hier ein bisschen umgucken, schnell. Nochmal hier das machen. Licht, kein Licht, Licht, kein Licht. Okay. Sehr gut, wir haben alles. Wir haben natürlich vieles vergessen, aber ich glaube, hier drin lebt keiner mehr. Ich leg mich hin, bis ihr soweit sind. Der Hausmeister lebt, der Arme. Können wir hier weg? Es gefällt mir hier nicht. Bereit? Ja, ja, sind so viel tot. Und zu Dreadful Vale zurückkehren, okay. Ja, lass uns zum Schiff zurück. Sie haben Sokolov nicht gefunden? Nein, aber Hypatia ist tot. Wie bitte? Sie war der Kronenmeuchler. Der Herzog hat sie dazu gebracht, sich eine falsche Mixtur ihres Serums zu spritzen. Es hat sie verändert. Sie hat es nicht mal gemerkt. Verrückt. Und Anton? Sie haben ihn einem gewissen Kirin Jindosh überlassen. Kennen Sie ihn? Jeder kennt ihn. Der Großerfinder von Sarkonos. Dann ist er der Nächste. So, 34 insgesamt getötet. Gegner getötet. Zivilisten haben wir in Ruhe gelassen, das passt. Mehr in diese Richtung tendieren. So, Schleichen. Alarme ausgelöst 2. Leichen entdeckt 20. Entdeckung 31 insgesamt. Nice. Runden 6. Outsider-Schreine 1. Knochenartefakte 5. Münzen haben wir auch gut gesammelt. Gemälde alle 3 gefunden. Mist, ein Bauplan fehlt. Und verlasse den Keller. 3 Zeugen. Lass die Hunde los. Okay. Alles klar. Damit haben wir doch wieder einiges in diesem Map geschafft. Überraschenderweise sind wir wirklich gut durchgekommen. Klar, hier und da mal ein bisschen angeeckt und so. Aber ansonsten, ja. Zu seiner Zeit war Sokolov Dunwalls Genie. Seine Erfindungen veränderten die Stadt. Aus dem Tower sah ich, wie aus der Hauptstadt ein Gefängnis wurde. Und ich hörte, wie er trank, lachte und meiner Mutter immer wieder sagte, wie brillant er wäre. Nach ihrem Tod halfen Sokolovs Erfindungen einem Tyrannen, das Reich zu übernehmen. Nach all diesen Jahren ist Kirin Jindosh jetzt Kanakas Genie. Der wahnsinnige Erfinder, der dem Herzog düstere Maschinen verschafft hat, die sich wie Menschen bewegen. Mechanische Soldaten, die kämpfen und töten. Ich muss herausfinden, wo Sokolov gefangen ist und ihn lebend zurückbringen. Ein Genie retten und das andere töten, bevor es eine Armee mechanischer Soldaten erschafft. Und ich glaube, die mechanischen Soldaten, die werden uns noch richtig, richtig Probleme beschaffen. Denn die werden wahrscheinlich nicht so einfach zu töten sein wie die dummen Menschen. Na, ich glaube, es ist wieder Outsider-Zeit. Oder nicht? Ich will nur Anton heil wiederhaben. Wieso bedeutet dieser alte Dummkopf mir eigentlich so viel?
Wird Zeit, dass wir Sokolov holen. Okay, wir haben bei ein paar Aufgaben. Beiboot. Oh, okay, die Tür ist wieder offen. Es wird uns trotzdem nicht rüberkommen, wir da nicht, ne? Tja, toll. Megan ist bestimmt an Deck. Ja, natürlich ist Megan an Deck, aber wir haben ja noch optionale Aufgaben zu tun. So. Ich glaube, das ist irgendwo unten. Wow, was ist denn jetzt kaputt? Mal schauen, wir haben das doch. Finde das Kurbelrad. Option mal. Okay, ein Kurbelrad finden. Das ist wahrscheinlich hier. Irgendwo versteckt eine leere Flasche. Ganz toll. Wir werden schon irgendwo eins finden. Aber das würde ich gerne jetzt machen, bevor wir es dann doch nicht mehr zu tun haben. Optionale Sachen sind so schnell wieder vergangen. Kurbelrad muss doch irgendwo rumliegen. Hier, vielleicht auf Toilette irgendwo? Ich glaube zwar nicht, aber man kann ja trotzdem gucken. So. Versperrt. Da kommen wir nicht durch, da haben wir zu viel gegessen für.